Senatorin, verstehen Sie doch, die Reparatur von Coruscants Infrastruktur ist grün-stumpfwinklig. Wir brauchen eine schwarze Winkelhalbierende, um die rote Parallele zu erreichen. Das ist zwecklos. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich bitte um Geduld, wenn ich mich unverständlich ausdrücke. Ich formuliere es klarer. Die unteren Ebenen sind äußerst beunruhigend und voller Unfälle. Aktive Helfer können das Problem lösen. Ich gebe auf. Habt ihr eine Ahnung, was der Botschafter-Droide sagen will? Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Hört bitte einfach diesem Botschafter zu. Ich versuche schon die ganze Woche, ihn zu verstehen. Ich bin Senatorin Oranda und das ist Pataka von der Gree-Enklave. Bevor ihr fragt, die Gree sind ein entlegenes Volk von Isolationisten. Sie waren am Bau von Coruscants ursprünglicher Infrastruktur beteiligt. Wir haben sie um Hilfe bei den Reparaturen gebeten und sie haben diese Droiden geschickt. Wir sollten keine Fremden oder deren Droiden benötigen, um unsere Probleme zu lösen. Alle Subsysteme von Coruscant wurden im Krieg zerstört, aber diese Technologie ist so alt und seltsam, dass niemand von uns sie versteht. Die Enklave benötigt Rohstoffe und bietet dafür die Umkehr von Coruscants gelb-konkavem Zustand an. Zu diesem Zwecke stehen wir für einen weißen Scheitel bereit. Gree-Droiden scheinen in Gree-Mustern zu sprechen. Ich muss dieses Kauderwelsch verstehen, um Coruscant wieder aufbauen zu können. Ich drücke mich einfach aus und bitte um Verständnis. Der Handel steht vor großen Schwierigkeiten. Meine Repräsentanten werden bei den Reparaturen angegriffen. Feuer, Schäden, Furcht. Können Sie mir folgen? Coruscant ist kein sicherer Ort. Das ist nichts Neues. Meine Repräsentanten wissen das nur zu gut. Sie weigern sich, diesen Turm zu verlassen. Coruscant ist auf diese Reparaturen angewiesen, um weiter zu bestehen. Pataka, die Repräsentanten müssen diese Gefahren einfach überwinden. Unmöglich. Meine Repräsentanten brauchen Hilfe von jemandem, der Feuer, Schäden und Chaos gewohnt ist. Eine schwarze Winkelhalbierende, verstehen Sie? Zahlen wir nicht genau für sowas unsere Steuern? Ich bin das einzige Mitglied des Senats, das daran glaubt, dass uns diese Gree-Droiden helfen können. Hört zu. Der Botschafter scheint euch zu mögen. Wenn ihr bereit wärt, das Risiko der Reparaturen auf euch zu nehmen, könntet ihr ganz Coruscant retten. Ich werde die schwarze Winkelhalbierende mit nützlichen und wertvollen Dingen entlohnen, die es nur in der Enklave gibt. Meine Repräsentanten werden Ihnen Ihre schwarzen Kugeln erklären. Das sind kühne und gewagte Missionen. Sprechen Sie mit ihnen und hören Sie zu. Dort gehe ich nie wieder hin. Nicht nochmal zum blauen Neuneck. Jetzt bin ich gelb-konkav. Mein Rahmen ist für alle Zeiten beschädigt. Und wofür? Undankbare Menschen. Wo ist dieses blaue Neuneck? Warum willst du dort nicht mehr hin? Das ist schwer zu erklären. Die untere Ebene ist die konzentrierte, elende Verdorbenheit. Ein blaues Neuneck. Einfach schrecklich. Nie wieder. Coruscants Wasserversorgung ist zum Erliegen gekommen. Pataka gab mir den Befehl, die unterbrochene Wasserversorgung in der unteren Ebene zu reparieren, um das Wasser zum Fließen zu bringen. Ich hatte schon einen Plan, um Patakas Befehl zu erfüllen. Alles war eine orangefarbene Kugel, bis ich die untere Ebene erreichte. Dann wandelte es sich zu einer grünen Senkrechten. Was ist hier passiert? Ihre primitive Sprache vermag mein Leid nicht auszudrücken. Elende Verdorbenheit. Unglaublich senkrecht. Einfach zu viel. Pataka hat mir nichts von den tödlichen Feinden in den unteren Ebenen erzählt. Die vielen Angreifer und Waffen zeigten mir, dass ich dort nicht willkommen bin. Ich konnte der schwarzen Sonne entkommen und das Gerät ist noch intakt. Aber die Reparatur steht noch immer aus. Coruscants Wasserversorgung braucht dringend mein Gerät, um wieder zu fließen. Für eine angemessene Summe könnte ich die Wasserversorgung für dich reparieren. Sie würden meine schwarze Kugel für ein Entgelt übernehmen? Einverstanden. Als Entschädigung biete ich Ihnen geniale Erfindungen der Gree an. Nehmen Sie meine Erfindung und bringen Sie sie an der Wasserversorgung an. Sie müssen zuvor jedoch ein paar Ventile in der Nähe schließen, um keine Explosion auszulösen. Seien Sie vorsichtig, die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne greifen sicher an. Ich wünsche Ihnen eine blaue Tangente und eine unversehrte Wiederkehr. Hey, was soll denn das? Weg da, aber ein bisschen plötzlich. Das ist unsere Wasserversorgung und wir mögen sie kaputt. Und jetzt weg hier.
Aus dem Weg! Sofort! Ich hab doch gesagt, weg hier! Wir brauchen dieses Wasser. Wir haben kein Geld und nirgends sonst in diesem Distrikt gibt es kostenloses Wasser. Wenn diese Quelle versiegt, werden wir sterben. Befehle sind Befehle. Ich befolge sie. Ach, warum hört eigentlich nie jemand zu? Wir wollen in Ruhe gelassen werden. Das ist der einzige Platz, den wir haben und die einzige Möglichkeit, um zu überleben. Mir reißt bald der Geduldsfaden. Wie kann einem nur alles egal sein? In Ordnung. Aber könnten wir nicht zumindest ein paar Credits haben? Wenigstens ein bisschen Hilfe? Ihr kriegt gar nichts von mir. In Ordnung. Dann wird die Wasserversorgung eben repariert. Wir sind eben allen egal. So ist es halt. Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Diese Typen von der schwarzen Sonne zu erledigen, war ein Vergnügen. Sie haben den grünen Senkrechten gelbe Gleichseitigkeit gebracht? Das haben Sie verdient. Mein angesenkter Rahmen spürt Genugtuung. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank Ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallelen. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Jetzt her mit dem Lohn. Sie zeigen einige unangenehme Eigenschaften, aber das ist typisch für schwarze Winkelhalbierende. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. Kann ich etwas tun? Betriebseinheiten müssen immer die Drecksarbeit erledigen. Pataka ist kein besserer Verwalter als ich, aber ich muss hier den Müll verarbeiten. Womit habe ich diesen weißen Spitzwinkel verdient? Ich bin nicht hier, um mir unverständliches Gejammer anzuhören. Meine Sorgen werden sowieso nicht erhört. Nichts wird sich ändern. Pataka gab mir den Auftrag, die Müllverarbeitungssysteme von Coruscant zu optimieren, um die Organe der Einwohner vor Schmutz, Krankheiten und Giften zu bewahren. Aber die Agnor-Zweifußschweine haben die Gree-Erfindung aus der Müllverarbeitungsanlage gestohlen. Ohne diese Gree-Optimierung können sie Schmutz, Krankheiten und Gifte unkontrolliert verbreiten. Eine Seuche steht kurz bevor. Ersetzt die gestohlenen Teile und verschwende nicht meine Zeit. Nach den Gesetzen der Enklave dürfen Gree-Erfindungen nicht ersetzt werden. Die Optimierungslösung muss zurückerlangt werden. Die Agnor-Zweifußschweine, die Optimierungslösung gestohlen haben, wissen nichts von den eingebauten Peilsendern. Ich habe die Koordinaten des gestohlenen Geräts. Pataka gewährt der schwarzen Winkelhalbierenden republikanische Credits zur Entlohnung, sobald das Gerät zurückerlangt wurde. Ich bin bereit, loszulegen. Das ist die erwartete Antwort, schwarze Winkelhalbierende. Warum also Atmungsfunktionen darauf verschwenden? Rufe Coruscant Raumhafenleitung. Erbitte Starterlaubnis. Ihr habt Startfreigabe. Wünsche einen angenehmen Flug. Gebt mir das Gerät der Gree, wenn ihr nicht sterben wollt. Mir reißt bald der Geduldsfaden. Da hilft wohl nur eine aggressive Depopulation.
trotz aller guten Absichten habt ihr immer noch Eigentum der Republik gestohlen. Gebt mir einfach das Gerät, oder ihr werdet alle sterben. Die internen Peilsender verraten mir, dass sie die Optimierungslösung bei sich tragen. Haben Sie dafür gesorgt, dass die Agnor-Zweifußschweine den Diebstahl bereuen? Die Agnors werden euch nie wieder belästigen. Ah, vorzüglich. Diese rote Tangente erweist sich als überaus fruchtbar, schwarze Winkelhalbierende. Dank der zurückerlangten Optimierungslösung läuft Coruscants Müllverarbeitung wieder. Die Verbreitung von Dreck, Krankheiten und Giften geht zurück. Die Seuche ist abgewendet. Die violette Parallele ist wiederhergestellt. Die schwarze Winkelhalbierende. Sehr schön. Ihre Hilfe wird benötigt. Ich bin Inika, eine Forschungseinheit. Bitte fragen Sie einfach nach, wenn sich Ihr Verständnis ins Weiße verschiebt. Ich bemühe mich um einfache Worte für ein besseres Verständnis. Wir sollten unsere Aufgabe erledigen. Verzeihung. Wir sollten mit dem Geschwätz aufhören und zum Punkt kommen. Pataka hat Ihnen Informationen gegeben, aber ich bin der mächtigste Energieaufseher und verantwortlich für die Dunkelheit. Coruscants Energie kommt aus der Hüttenstadt. Die Dunkelheit kommt aus der Hüttenstadt. Die Senatoren und Händler von Coruscant sind blind. Die Energieverdunklung muss aufhören. Politiker und Händler jammern doch ständig. Ich würde mir keine Sorgen machen. In der Enklave verschmelzen Beschwerdeführer mit dem Ocker-Tetraeder. Auf Coruscant leider nicht. Die Hüttenstadt befindet sich auf den untersten Ebenen von Coruscant. Dort gebären die Generatoren der Gree Elektronen zum Verzehr durch die Maschinen. Aber bösartige Druiden durchtrennen die Energieleitungen und verschieben ihre Funktion ins Gelbe. Die bösen Druiden müssen aufhören und die Leitungen wieder repariert werden. Ich soll diese völlig fremdartigen Energieleitungen reparieren? Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit diesem Gespräch. Sie müssen keine weiße Winkelhalbierende schaffen. Wir haben bereits eine Lösung. Ich kenne die Energieleitungen und weiß, wo wir sie violett verschieben müssen. Als schwarze Winkelhalbierende können Sie viele böse Druiden ausschalten. Mit den eingepflanzten Informationen und unserer Werkzeugkugel-Reparaturmutter in Ihren Händen können Sie die Reparatur durchführen. Klingt das machbar? Klingt machbar für mich. Hervorragend. Rote Tangenten umgeben uns. Sie werden es schaffen, schwarze Winkelhalbierende. Die Energieverdunklung ist vorbei. Die Leitungen funktionieren wieder. Ich habe es auf unseren Bildschirmen beobachtet. Sie haben auch viele böse Droiden zerstört. Gut gemacht. Also gut. Bis bald. Denken Sie daran, dass die Technologie der Gree ausschließlich für die Enklave gedacht ist. Versuchen Sie nicht, sie zu kopieren, oder Sie werden dem grauen Pentatop zugeführt. Die schwarze Winkelhalbierende ist erfolgreich zurückgekehrt, und wir bilden die rote Parallele, Senatorin. Der Handel zwischen der Enklave und der Republik ist erfolgreich. Ihr wart also erfolgreich und konntet allen Repräsentanten der Gree bei den Reparaturen der Infrastruktur helfen? Auf diesem Planeten gibt es nichts mehr, das diese Droiden gefährden könnte, Senatorin. Die Enklave hat ihren Teil der Abmachung gehalten, Senatorin. Coruscant hat die violette Gleichseitigkeit erreicht und die Enklave erbittet eine Gegenleistung der Republik. Botschafter-Druide Pataka, in der Republik gibt es noch weitere Welten, die von der Genialität der Gree profitieren würden. Ich schlage ein offizielles Abkommen zwischen der Republik und der Gree-Enklave vor. Was haltet ihr davon? Streben Sie nach einer blauen Parallelen mit der Enklave? Diese Aussicht ist unerwartet, erfreulich und einladend. Wir sollten sofort einen weißen Scheitel einberufen.
Vergesst diese irren Senatorin. Wir brauchen sie nicht. Ich bitte um Verzeihung, aber die Republik braucht alle Freunde, die sich anbieten. Ich danke euch für eure Mühen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich es mit diesen Droiden aufgegeben. Das wäre ein teurer Fehler gewesen. Meine Hochachtung, schwarze Winkelhalbierende. Sie waren eine große Bereicherung für diese Zusammenarbeit. Und sie werden angemessen belohnt werden. Wer zum... Oh, ihr. Ich hätte wissen müssen, dass Gaza versucht, dass alles in ihrer lustigen kleinen Familie bleibt. Jetzt steht da nicht nur rum. Ihr wisst, wie man Bomben entschärft, oder? Der Geist sagte, dass sie explodieren würden, wenn ich den Raum verlasse. Sie hat auch eine Fernzündung, also beeilt euch! Keine Sorge, Sir. Ich hole euch hier raus. Ich bin kein Kind, das beruhigt werden muss, Lieutenant. Diese Verräterin wollte mich zwingen, eine Erklärung zu verlesen, dass der Senat den Chaos-Trupp auf Ando Prime offiziell aufgegeben hat. Oh nein, ihr solltet die Wahrheit sagen? Das muss schrecklich für euch gewesen sein. Hier geht es nicht um mich. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit davon erfahren würde? Der Senat wäre einer Feuersbrunst ausgesetzt. Unsere gesamte Urteilskraft würde in Frage gestellt. Und General Garza und die Sondereinheiten kämen als Erste auf den Scheiterhaufen. Soweit es mich betrifft, könnt ihr und Garza gerne brennen. Glaubt ihr, dass man euch verschonen würde? Nein. Ihr könntet von Glück reden, wenn ihr danach Erfrischer reinigen dürft. Ich gebe zu, ich würde gerne das Gesicht dieser Verräterin sehen, wenn all ihre Bomben auf einmal deaktiviert werden. Es wäre unbezahlbar zu sehen, wie sie sich feige aus dem Staub macht, wenn sie sich ihres Versagens bewusst wird. Wo sie sich auch verstecken wird. Früher oder später finde ich sie. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, Lieutenant. Kümmert euch jetzt um diese Bomben. Sind wir jetzt in Sicherheit? Sind alle Bomben deaktiviert? Wirklich sicher sind wir nicht, aber von den Bomben geht keine Gefahr mehr aus. Das meinte ich, ich bin ja kein Idiot. Weiter, Lieutenant. Wir müssen diesen schrecklichen Ort verlassen. Übernehmt die Führung. Seht mal, wer hier ist, Jungs. Schön, dass ihr wieder in Sicherheit seid, Senator. Wer oder was seid ihr? Söldner? Das ist ja lächerlich. Oh, natürlich. General Garza heuert laufend Söldner an, um republikanische Senatoren zu retten. Nicht besonders intelligent, oder? Beleidigt mich ruhig weiter, Lieutenant. Aber wartet nur, bis ich wieder im Senat bin. Unseren liebenswürdigen Freund hier habt ihr also gerettet. Gute Arbeit. Konntet ihr auch den Geist ausschalten? Sie ist entkommen, während ich diesen Trottel gerettet habe. Ha, ich glaube, bei eurer Wahl habt ihr den Kürzeren gezogen. Der Geist muss noch besser sein als ihr Ruf. Wir haben jedoch jeden Zentimeter überwacht, aber keiner hat sie gehen sehen. Bringt mich endlich jemand auf ein Schiff nach Coruscant? Oh, keine Sorge, euer Durchlaucht. Ihr fliegt mit uns mit. Danke, dass ihr euch um alles kümmert, Sergeant. Nicht der Rede wert. Außerdem werden wir bestimmt eine tolle Zeit miteinander haben, nicht wahr, Senator? Ja,
Ich bin begeistert. Hey, ich weiß, ihr müsst Gaza Bericht erstatten. Aber danach solltet ihr mich bald mal auf Coruscant besuchen. Wir veranstalten eine kleine Siegesfeier. Nur wir beide. Was meint ihr dazu? Eine Feier ist vermutlich zurzeit nicht drin. Ach, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Lasst mich nur nicht zu lange warten, sonst schickt mich Garza zum nächsten Einsatz. Wir wollen doch unsere Chance nicht verpassen. Also dann, passt auf euch auf. Ah, Lieutenant. Ich habe gerade mit Sergeant Jaxo gesprochen. Gratulation. Ah, Lieutenant. Ich habe gerade mit Sergeant Jaxo gesprochen. Gratulation. Die Rettung von Senator Krasul ist sehr nützlich für uns. Wir brauchten jemanden im Senat, der uns einen Gefallen schuldet. Gute Arbeit. Verschwendet nicht meine Zeit mit Politik. Die Politik ist Teil der Arbeit. Je früher das in eurem Kopf geht, desto besser. Ihr seid vor Ort, Lieutenant. Ihr seht, wie weit das Imperium schon seine Fühler ausstreckt. Ein Angriff steht schon bald bevor. Wenn wir die Truppen des Imperiums daran hindern wollen, brauchen wir die Unterstützung des Senats. Wir brauchen Verbündete. Warum lässt uns der Senat nicht einfach unsere Arbeit machen? Politiker mischen sich immer ein. Es liegt in ihrer Natur. Wir müssen diese Einmischung so gut wir können verhindern. Eine Sache noch, Lieutenant. Ich war enttäuscht zu hören, dass der Geist fliehen konnte. Sie kann großen Ärger machen. Wenn ich mir den Geist geschnappt hätte, wäre Krasul gestorben. Dann war es wohl wirklich die richtige Entscheidung. Der Senator nützt uns auf jeden Fall mehr, wenn er am Leben ist. Also, unsere Techniker haben die zwei ersten Datensätze der Relaisstation auf Coruscant dekodiert. Eure ersten beiden Ziele befinden sich auf Taris und Nar Shaddaa. Ich glaube, ich habe eine Pause verdient, oder? Unsere Feinde machen keine Pause. Also können auch wir es nicht. Viel Glück. Gaza, Ende.